Hallo und herzlich willkommen zurück zu Twinsaga! Mit meiner Sackkarre! Das Zahnschmerzspiel mit Ernie Boy, von dem ich auch immer Zahnschmerzen kriege, weil er auch so süß ist. Ja! Oh, war das schleimerisch! Oh, schön. Ja, also ich finde das Spiel echt ultra cute. Und ihr hoffentlich auch. Und wenn ihr Bock habt, ne, das mit uns vielleicht zu spielen, dann könnt ihr euch einfach anmelden über den Link in der Beschreibung. Und weil wir einfach heute richtig krass großzügig sind, oder? Ja. Gibt es noch Entdeckerpaket-Codes in der Beschreibung? Nach dem Prinzip First One Gets One teilt werden. Also wenn ihr das Video jetzt guckt, wenn ihr die Ersten seid, die Abo-Box natürlich wieder bekämpfen, weil sie Twinsaga bei mir und Early Boy sehen wollen, dann könnt ihr jetzt einen von den Codes einlösen. Macht das mal. Mach das mal, dann kriegt ihr ein Gründerpaket. Ich tu mal ganz kurz, Eve, da die Quest abgibt bei der anderen Tante, die ganz, ganz, ganz viel am Labern ist. Sag ich ganz kurz, was in diesem Gründerpaket erhalten ist. 5 Astralkristalle, 5 Beutezauber, 3 Beutezauber, Zauber, was ist denn los? Stufe 3. 3-mal Verstärkungsgarantie, noch eine Verstärkungsgarantie, eine Verstärkung, 5 Verstärkungsrolle, Wiederbelebungstränke, Tresorschlüssel, es gibt Tresorschlüssel, Auktionshausschlüssel, XP-Feeder, 24 Stunden, 5 Stück und 150 Treuepunkte. Mit Treuepunkten kannst du großartige Gegenstände aus dem Treueshop erhalten. Oh, ich will diese Treuepunkte. Ja, die bekommst du auch. Man muss nur, ich habe schon mal geguckt, warte, ich zeig das auch nochmal kurz. Gibt scheinbar AP-Punkte, also was ist AP? Weiß ich nicht, was das für Punkte sind. Wahrscheinlich kann man die kaufen und die Treuepunkte nur sammeln. Und da gibt es zum Beispiel hier Paket Saturn-Schleifen, Paket Hütchen, Paket Katzenhut. Da gibt es die sogenannten Gesichtskostüme, die ja mein absoluter Favorit sind. Also ich finde ja, ein Gesichtskostüm, ein perfektes Gesichtskostüm für Eve wäre so eine Papiertüte. Wo ist die? Gibt es eine Papiertüte? Nein, das fehlt noch. Achso, das war nur ein Witz. Doof, Mann. Ich bin so nett und du bist so ein Arsch. Nein, ich bin nett. Ich mag Eve. Hallo, Eve. Ich möchte das haben, wo die so einen Toast am Mund hat. So ein was? Den Toast. Ah, der Toast, ja. Toastbrot hätte ich gern oder ein Schnuller? Nee, was ne? Toastbrot. Und dann möchten wir natürlich für den Kopf, möchten wir natürlich haben diese Ohren. Ach, man kann immer nur eins haben, sonst würde ich halt alles machen. Die Katze. Körperkostüm. Ach, da ist alles wieder weg. Nee, der Toast bleibt. Das ist schon echt sweet, ne? Oh, guck mal, hier ist Sailor Moon. Rückenkostüm. Ich hätte gern die Taucherbrille. Nee, oh, geil, es gibt eine E-Gitarre für den Rücken. Ja. Gott, die brauche ich unbedingt. Was ist eigentlich Senshi? Ui, das sind Begleiter. Eve, es gibt Begleiter, Senshi. Das sind Begleiter. Guck dir an, da gibt es welche. Oh nein! Die eine sieht aus mit den ganz vielen Schwänzen, sieht aus wie aus LOL. Möglicherweise beim Öffnen von Koharus Glücksbeutler hält. Oh, was kostet das? Oh, die reitet auf so einem dicken, fetten Hamster. Guck mal, hier gibt's noch einen Begleiter, der sieht aus wie du. Du bist mein Begleiter. Hey. Kann man jetzt noch irgendwas schon mal hier kaufen? Bin ich aber nicht begleitet. Boah. Und die können sogar noch was. Hummelschaf kostet nur 596 Treuepunkte. Körperklau. Wo sind denn. Hast du denn endlich deine Quest abgegeben? Ja, habe ich. Achso, das geht noch weiter, ne? Ja, hier. Whee! Übrigens, Early hat immer noch seinen Sack auf dem Rücken. Ja, und meine Sackkarre. Mhm, genau. Das wird wahrscheinlich bis ans Lebensende wird es ihn verfolgen. Leute, das sind 10 Meter! Lauf doch! Hä? Eve! Ja, aber das ist. Was? Ist ein Hamster! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich will sie behalten. Komm, wir geben die Quest nicht ab. Ich glaube nicht, dass wir für 10 Meter einen Hamster brauchen. Ja, doch wäre das sehr traurig. Ich brauche auf jeden Fall für 1 Meter auch einen Hamster. Oh, die labern schon wieder so viel. Brunhilde wird also ich habe das Ding immer noch. Nee, habe ich nicht. Oh. Quick, quick, quick. Talent freigeschaltet. Ach du Scheiße. Talent freigeschaltet? Ha! Ha! Ja. Angriffsboost. Okay. Lebensboost oder Trefferboost? Ich nehm Trefferboost. Ich nehm Lebensboost. Warte mal. Okay, dann kannst du der Tank sein. Tempo vielleicht? Ich nehm Trefferboost. Komm, zack. Ich gehe auf Angriff und du gehst auf Verteidigung. Du bist der Tank. Tankmagier. Ah, die sind alle so redebedürftig hier in dieser Stadt. Ja, krass, ne? Die quatschen dich richtig voll. Melden bei Varys. Okay. So, wo ist Varys? Was?
Das ist korrekt. Es gibt tatsächlich solch ein Monument im Südosten. Laut der Legende gab es vor tausenden von Jahren eine Katastrophe und das Monument wurde errichtet, um die unteren Geister zu versiegeln. Bestätigt Lunia nickend. Das ist schon eine ganze Weile her. Die Leute, die hier lebten, waren zu dieser Zeit sehr ängstlich. Sie kamen und beteten zu mir für ihre Rettung. Also sandte ich eines meiner Senshi, um sich darum zu kümmern. Das Senshi, das ich entsandte, zerstört... Wir haben Reittier, das Data! Das dürfen wir aber nicht verhalten. Doch, guck mal, das ist unser Reittier. Den hast du jetzt auch unten in der Leiste. Oh, geil! Ja, aber Hamster! Kapibara Brunhilde. Oh Gott, ja, das ich ist hab, ja wenn geil. Der meine Sackkarre schiebt. Was ist das für ein Typ? Keine Ahnung, wo die jetzt schon wieder herkommt. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Warum ziehe ich die Leute magisch an? Wieso kann ich denn diesen Talentpunkt unten, dieses kleine Buch nicht wegmachen? Da musst du draufklicken, dann kannst du Talent vergeben. Hab ich aber nee, schon. Moment. Bittigen, bleibt haben wir noch aber. Mehr? Arkan, oder? Wir haben noch mehr Kaiv. Ui, wir haben eine ganze Menge. Kaiv. Wertkampf. Angriffsboost, Trefferboost. Crit plus 0,5. Angriff plus 0,5. Ich habe natürlich noch gar keine Ahnung, was das hier für Auswirkungen hat. Deswegen gehe ich mal auf Crit. Crit ist immer gut. Ach, ich kann hier mehr vergeben. Ja, guck mal. Da machen wir mal hier Trefferboost 2. Gönn uns hart. Gönnst du dir auch hart gerade? Ja. Ich mache alles auf. Ich habe einen Hamster, ich habe einen Sack. Ich habe eine Sackkarre und ich habe eine alte, die Sackkarre zieht. Trefferboost, alles auf Trefferboost. Habe ich jetzt alles vergeben. So. Das Portal zum Kunichi Wunderland. Was? In einer Minute? Was? Kunichi Wunderland? Ach, guck mal, mir läuft ein Mädchen hinterher. Die Lunia. Ja, bei siehst mir läuft das? Auch eine Tante da. Ja, ja. Ich hab ja jetzt eine alte, die eine Sackkarre schiebt. Folgst du mir, Eve? Ja. Auf weiß meinem nicht, kleinen Hamster bin ich hinter dir. Ja, ist das, Alter. Das ist so ultra cute. Eieiei. Bloß nicht hängen bleiben hier, Lunia. Nee, der läuft ja diesen glitzernden Weg, folgt er. Ja. Oh, nein, nichts abgeben. Ich will nichts von dem. Aber krass, dass du Bruder. Den Typen hast denn. Was machst du denn hier, das plötzlich erscheint von Luna? Überrascht, hast du seltsam Heul gehört? Oh Gott, was ist Wahres? Fortfahren. Den Schlammigator. Aber wir müssen jetzt Schlammigatore töten. Hat sich von hinten an Lunaya angeschlichen. Oh mein Gott, was? Geh weg von ihr! Hast du Quest angenommen? Ja. Locker easy. Direkt geht's weiter hier. Bam, bam, bam. Wie viel müssen? 6. Alles klar, gar kein Problem. Hack, hack, zack, hack, hack. Zeitschleife. Bam, hack, zack, zack, hack. Locker easy. Kein Problem für uns. Überhaupt gar kein Problem. Komm, mach. Zeitschleife. Boom, 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 boom. Guck mal, ich hol mir 2 auf einmal hier. Ach so, das ist natürlich not so bad, ne? Da bin ich schon fertig wieder. Ach, wir sind doch fertig, Mensch. Hä? Musst du... Nein, wir brauchen die Unschuldigen. Echt? Ich bin schon fertig. Wie viele brauchst du denn noch? Ja, 6 Stück brauchen wir insgesamt. Ja, ich war vorhin schon fertig, ich Streber. Der sieht auch total cool aus, ne? Der Wahres. Ich finde diesen Hamster so cool. Welchen Hans? Hamster. Ach, Hamster. Du hast recht. Da. Südliches Senkwer, Besanhafen. War schon wieder Talentpunkte zu vergeben. Die werde ich jetzt vergeben in. Ist denn Drachenkriege? Gut, vergebe ich einfach nochmal. Magier, was? Alles in Magier. Oh, wir sollten ihr nicht zu nahe kommen. Was bitte? Wir sollen der Tante da vorne nicht zu nahe kommen. Ich gehe mal das Risiko ein. Welcher Tante? Ach so. Sei vorsichtig, eventuell. Komm ihr nicht zu nah. Eventuell ist es schon zu spät. Eventuell solltest du ihr nicht zu nah kommen. Hey, ja, Leute, wenn ihr euch das Spiel natürlich jetzt auch schon installiert habt, das ist, wie gesagt, kostenlos, dann addet mich als Freund. Ich will ganz viele cute Freunde haben. Dann machen wir eine süße Bonbon-Party. Okay. Was für eine Party? Eine Bonbon-Party. Eine cute eine Bonbon. Wir können ja, wenn wir Level 10 sind, können wir eine Gilde gründen. Oh ja, geil.
Gib mir Energie, okay. Was? Elbische Beschwörung auf Japanisch. Oh, 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 oh. Was? Das Elbenamulett? Schnell, 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 schnell. Ey, was ist jetzt passiert? Damn, damn, damn. Ach, die Scheiße. Oh Gott, haben wir sie getötet? Oh ja. Ja, und nun klickt die da. Was? Die Sieger Ombra? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du bist mal viel zu. Hast du schon wieder die Quest, die neue? Ja, musst du abgeben. Warte aber auf mich, du. Oh Gott, nee, da können wir glaube ich gar nicht zusammen haben. Ach so. Wie cool sieht das aus? Ja, mach, komm. Ich werde dich stattern. Bist du schon dran? Ja, der labert mit mir. Matcha, so. Matcha. Was ist das für ein süßer kleiner Pilz mit Ohren? Pilz mit Ohren? Ja, bei Wahres Dämonenstütze steht bei. Hier, nee, die laufen hier überall rum, so kleine Pilze. Hast du noch nicht den Boss? Bitte? Kämpfst du gerade nicht gegen den Boss? Nee, jetzt fängt's an, glaube ich, der Kampf. Geht voll die Party ab bei mir. Ja, bei mir geht's jetzt auch los. Zeitkrümmung! Machen wir erstmal die kleinen Schergen hier oder kommen die mal nach? Respawnen die immer? Wahrscheinlich, ne? Nee. Okay, dann machen wir erstmal die kleinen hier immer mal weg. Oh Gott! Oh, der Kuckuck! Was? Schaffst du es nicht? Das ist aber scheiße, dass man es nicht zusammen machen kann. Du musst ausweichen, dann gewinnst du einen Punkt gleich. Ich glaube, die respawnen die ganze Zeit. Die kann ich mir nicht durchhören. Hier fokussieren mal auf den Boss hier. Ach, geht nicht. Nee, du musst die kleinen Viecher einfach alle eben töten. Gescheckelt ist der. Ja, okay, komm. So, jetzt. Los. Nee, das ist noch so ein kleiner Kacker. Komm, mach schon, du kleiner Fresken-Geröchler. Oh, der Boss ist gar nicht schwer. Ja, die Fresken-Geröchler. Ich drücke einfach immer gleichzeitig 1, 2 und 3. Das funktioniert ganz gut. Ja, das ist echt nicht schlecht. Obwohl. Moment, ich habe da irgendwie eine Ultimate-Fähigkeit, oder nicht? Ja, die Dreier ist doch so eine Ultimate. Nee, es war irgendwie, wenn der Balken unten maximal ist, dann kann man seine Ultimate-Fähigkeit benutzen, aber... Welche ist das denn dann? Ich habe keine Ahnung. Bei mir ist es auch irgendwie die ganze Zeit voll. Nachdem Ombras Geist verschwunden ist, trägst du die bewusstlose Fina in das Karawandel von... Keine Ahnung. Ombra, ich werde dich töten. Mal gucken, ob aus der Ego-Perspektive kann man auch wunderschön spielen. Meine Sackkarre! Oh nein, ist sie weg? Bist du jetzt nichts mehr Besonderes? Oh. Gutes, du Gott, du Deutsch. Vielleicht ist ja der Hamster das, der Ulti. Oh. What the? So, Ombra haut ab. Den fand ich... Oh, was kommt jetzt? Ein Storybook-Board. Nachdem Omras Geist verschwunden ist, trägst du die bewusstlose Fina in das Karawandel von Varys. So, ja, Pummelplüsch. Ich hab Pummelplüsch, sehe ich gerade mit Winter. Ich hab Pummelplüsch. Willst du auch was? Etwas Pummelplüsch? Ich hab auch. Achso, Pummelplüsch. Ich kann das auswählen, ne? Was kann ich denn nicht? Ich kann doch Kämpfdreieck der Grotte. Was ist es? Angriff plus 57, Crit. Ich nehme natürlich Crit. Crit. Achso, und Bonusbelohnung. Geil, neuen Stab. Jetzt anlegen. Und bessere Ausrüstung mal halten, so. Jailo, und jetzt kann ich das noch anwenden. Ah, warte mal, was ist das denn? Stellaritzlotz. Den kann ich jetzt. Das ist ein roter, den kann ich also auf. Das okay. Sagen wie Sockeln oder was? Das ist scheinbar sowas wie Sockel, ja. Aber nicht itemspezifisch, sondern Kopfsockel. Stellarit. Bedingt. Bla 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 bla. Also jemand von euch hat bestimmt Zeit und macht bei jedem Mal, wenn ich klicke, hier Pause und liest sich den Text durch. Also, jetzt haben wir gesockelt, okay. Da flennt schon wieder einer auf Japanisch. So, was haben wir jetzt hier Neues? Wir haben eine neue Quest. Eine neue Quest, okay. Wir müssen diese Blumenräublinge töten. Da ist er schon wieder unterwegs. Wuhu! Och, du bist endlich frei, du hast auch keinen Sack mehr. Hey! Was? Ach so! Oh, ich habe Stellarit gefunden. Ich warte. Auch. Ich kämpfe Stellarit.
Schwertkampf. Ich hab grad einen harten Trick gemacht. Kann ich den denn anlegen? Blablabla. Jetzt verstärken. Ach so, oh, das muss man ein andermal machen. Das ist jetzt ein bisschen zu komplex hier mit dem Verstärken. Wenn ich den Mann kämpfen lasse. So gehört sich das. Ey, Chris schafft das schon. Kein Problem, Eve. Die sehen endlich. Guck mal, wie süß die wieder aussehen. Oh, ich war halt drauf geachtet. Ich hab die nur getötet. Ah, Eve schon wieder hier unnütz am Kämpfen. Wie unnütz. Ich brauchte noch einen. Zählt scheinbar in der Gruppe doch nicht dann. Also, wenn du alle tötest. Aber wenn du nicht mitkämpfst, zählt das nicht. Das kann sein. Armschienen. Bam, bam, Bitches. Besorge Feuerholz vom Holzstapel. Das ist ja nur witzig. Da ist ein Holzstapel. Ich zieh mal eben die. Boah, das ist nicht der richtige, glaube ich. Oder? Holzstapel? Wir brauchen eine Trankfine, aber das Feuer zu knappen. Hole Nachschub von den Holzstapel unter dem Baum. Unter dem Baum. Ah, irgendwo. Da hinten. Unter dem Baum. Ja, guck mal. Nee. Noch da? Ja, ich muss gerade mal ganz kurz verstehen, was hier ab. Okay, ich habe bessere Sachen und jetzt kann ich die alten Sachen mal im Händler verkaufen. Ja. Ach, guck hier, Holzstapel. Dann mach ich das mal. So. Hier ist Holzstapel, Feuerholz. Die sind ja überall verteilt. Ah, ah. Die liegen hier überall rum. Ah, oh, I see. Die sind bestimmt aus Schokolade. Oh, das wäre schön. Ja, oh Gott, Schokolade wäre schön jetzt. Wenn wir das nächste Mal spielen, falls wir das nochmal spielen. Was denn? Werde ich mir auf jeden Fall ganz viele Süßigkeiten holen, damit ich auch in Wirklichkeit Zahnschmerzen kriege. Achso. Das wäre eine tolle Idee, Eve. Eve! Ach, die ändern aber nicht das Erscheinungsbild hier, ne? Irgendwie. In welchem Sinne Erscheinungsbild? Also, die Klamotten, die wir jetzt bekommen, wenn wir die anziehen, ändert es nichts an der Optik, ne? An den Kostümen. Kann das sein? Scheinbar nicht, nein. Guck gerade mal, gibt's hier. Mal neue Talente freigeschaltet, zack. Krieg mit Wahres, um die Quest abzuschließen. Oh, ich habe aus Versehen Getränk getrunken, anstatt auf meinen Hamster aufzusteigen. Getränk getrunken? Getrunken, getränkt. Ich habe einen Trunk getränkt. Kann man hier nicht schneller... Boah, was war das denn? Sind das hier kleine... Ach, das sind diese Raupen. Ich dachte, das wären kleine Goldfische mit Flügeln. Ah, das ist so fucking cute. So, nu. Weiter geht's. Melden oh, beim Mondschützen. Homeba. Achso, wir müssen so einen Homeba töten. Ein Horneber? Nee, so nicht vielleicht ein Horneber? Meinst du? Meinst du ein Horneber? Wie kann ich denn abschneiden? Ein Horneber, ja, ja, ja. Ein Horneber. Bam, 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 bam. Ich stütte euch alle. Ihr seid ein böse Horneber. Horneber. Was für ein Ding? Wie Early auch sagt. Horneber. Ja, ich hab das eher nicht gelesen. Einen noch. Oder? Ne, zwei. Bam. Bist du schon fertig? Ich bin schon fertig, ja. Ich warte mal wieder nur auf Eve. So ist es mit den Frauen, so ist es mit den Frauen. Wo müssen wir es? Der ist schon wieder ganz woanders. So. Der Wahres. Linke Maustaste auf dem Sprich mit Wahres, die läuft dann automatisch hin. Ah ja. Aber das wäre doch zu einfach, oder? Ich finde das cool. Ich denke immer noch an die Anfangszeit erhalten von WoW. Erhalten natürlich Gesellen. Finde die Geräuschquelle. Ja, die ist in meinem Ohr. Ich glaube, das ist Early Boy. Hallo. Diese Geräusche, ich habe ein schlechtes Gefühl. Sehen wir lieber nach. Mimi Nassa? Mimi Nassa? Was? Mimi Nassa? Hat die gerade gesagt. Es kämpfen ein paar Leute unten am Abhang. Ja, da unten. Genau, wie du vermutet hast, hier unten am Abhang. Rasender Ruinröchler. Hey, ich bin getrennt. Ja. Müssen wir wieder alleine machen. Das ist aber doof. Warum gibt es das nicht gruppenmäßig ein bisschen krasser hier? Bam, Bitches. Zack, locker, easy, juckt kein, haben wir erledigt. Ja, gut, das ist natürlich, ne? Das ist natürlich hier.
So, kommen wir dann jetzt wieder raus aus dieser Instanz? Ja. Oh, kurzer Ruckler. Bäm, da sind wir wieder. Level up. Boah, der sieht ja auch cool aus, der Typ. Der Zenmut. Hier ist es gar nicht Zenmut, oder? Doch. Ruinenröchler haben wir schon gemacht. Aber mir gefällt dieses Spiel. Mir auch. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so sehr gefällt. Das ist so knuffig. Oh, das ist total toll, das Spiel. Ich bin auch gar nicht... Wieso habe ich neun... Oh Gott. Wieso habe ich 99 LP-Getränke? Ich habe 91. Na gut, du bist ja auch ein kleiner Trinker. Hallo? Ach, warte mal, ich muss den Stellarit hier noch... wie kann ich den denn benutzen? Oh, Eve. Was? Wir müssen die Folge schon wieder beenden. Oh, Mann. Na gut. Oi, was ist das denn? Oi, was Göttin. Ist das denn? Oh, man kann hier was abernten. Was? Du hast die Göttinblumenblätter gefunden. Öffne deinen Rucksack um... Was? Das muss ich mir mal kurz hier angucken. Göttinblumenblätter. Zarte Blüten der Göttin. Benötigt Formel Wunderstein von kaputten Kisten im Osten, bla bla. Okay, das ist eine Zutat. Also man kann sozusagen hier auch weiter sammeln. Ernten, genau. Ja. Aber hier. Du hast gesagt, wir sind schon am Ende wieder, ne? Ja. Ja. Wir sind jetzt schon mal 20, 21 Minuten. Oh, krass, ja dann. Zeit vergeht schnell. Ich sehe da im Horizont. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, da hinten die Katze mit dem Zeug. Das ist doch ein geiles Abschieds. Oh, hier ist eine kaputte Kiste, Eve. Oh, eine kaputte Kiste. Vielleicht kann ich da was mitmachen mit dieser Göttinblume, die ich gefunden habe. Formel Wunderstein. Wie steige ich ab? Ich muss einfach nur draufklicke. Ach so. So. Sammeln? Konntest du nicht Formel sammeln? Wunderstein? Durch jede Formel heißt Wunderstein. Ah, okay. Ah, okay. Wir müssen jetzt noch Stein der Ältesten finden. Und ach, und die Göttinblume. Die gibt es bestimmt bei diesen Geröllgolems. Lass mich raten. Wunderstein von kaputten Kisten im Osten des Schlachtfelds. Nee, hä? Was? Nee, nee. Stein der Ältesten. Guck mal, wie cool. Oh, guck mal hier unten. Ach, da kann man gar nicht runter. Hoppla. Doch. Hier steht nicht, wo man die Steine der Ältesten bekommt. Oh, bestimmt bei den Geröllgolems. Wette, 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 wette. Guck mal, guck mal. Die Fische hier unten. Ach, was machst du denn? Ich probier das jetzt aus, ob es geht. Ah, so. Hab nichts bekommen. Und? Hm. Na gut. Oh. Oh, ich dachte, da haut mich jetzt kaputt. Gut, Eve, du musst. Ach, ich muss machen, ich muss machen. Ich habe angefangen, ich darf auch aufhören. Okay, alles klar. Ja, dann. Beide lieben Freunde, ja, herzlichen Glückwunsch, falls ihr das Gründerpaket, ein Deckerpaket einlösen konntet. Und vielleicht sehen wir uns ja in-game, in diesem wunderschönen Spiel Twin Saga, wie es da heißt, was Zahnschmerzen macht, aber total ultrasüß ist. Das Einzige, was in diesem Spiel so ein bisschen irritiert, die Leute sehen alle sehr, guck mal hier, die sehen doch sehr jung aus, die beiden, ne? Nee. Oder nicht? Der hat eine Brille auf, der muss alt sein. Die sehen halt sehr jung aus und die haben sich gerade darüber beschwert, dass da eine total betrunken war. Aber guck mal, weil ich den beiden am Gespräch zugehört habe, habe ich jetzt den Titel Göttin erhalten. Ach so. Finde ich sie ein bisschen sehr männlich aus, aber ich finde, ich bin dann eine sehr männliche Göttin. Ich hätte ja auch ganz gerne den Titel, aber gut. Quatsch die einfach an. Jetzt laber die dich voll genau und jetzt kriegst du gleich den Titel. Ach das so. Finde ich cool. Oh, guck mal, der Hamster kann was. Was kann er denn? Nee. Springen. Oh, wow. Ja, guck, er dreht sich. Ja, dass es kein Geist war. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Gebt gerne eine Bewertung für das Video und schreibt mal in die Kommentare, dass ich eine Göttin bin. Nymphe, badende Nymphe. Geil, habe ich bekommen. Und Göttin. Eve, eine Sache musst du noch tun. Du musst dich auf deinen Hamster setzen und dann drückst du Leertaste, ohne dich zu bewegen. Nein! Oh Gott. Und man sieht das Po-Loch übrigens von dem Hamster. Siehst du das Polo? Das ist so ein kleines X. Ja, das sind nicht die Augen, Early. Ich hab ganz nah rangezoomt. Ich sehe es in Großaufnahme. Fuck. Oh, shit. Ja, und mit dieser wunderschönen Ansicht, darf ich jetzt endlich die Folge beenden? Ja. Ja. Also. Ich schenke dem Hamster noch vernünftiges Klopapier, weil das ist. Ja, jetzt halt die Schnauze. Also, es wäre schön, wenn ihr mit uns zusammenspielt. Edit uns gerne als Freunde in Twin Saga und vielleicht spielen wir das demnächst nochmal weiter mit euch im Stream so oder whatever. Wir werden sehen. Könnt ihr aber sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Macht's gut. Bis dahin.
Tschüssi und geh zum Early Oma hier, ja, so, ne? Ja, finde ich auch. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Tschüss. Tschüss.